Mit einem breiten Lächeln. Schau dir dieses Gesicht an. Und etwas amerikanischer Verrücktheit zum Erfolg. Aaron Krause hatte die eine millionenschwere Idee. Wir nennen es Aha-Moment. Du hörst die Engel. Dieser Aha-Moment ändert für Aaron alles. Jeder, der denkt, mein Erfolg kam über Nacht, ahnt nicht, dass ich auf dem Boden geschlafen habe und Kakerlaken über mich krabbelten. Was ist sein Erfolgsgeheimnis? Nur so viel. Der Smiley-Schwamm kann viel mehr als nur grinsen. Wir besuchen den Geschäftsmann im US-amerikanischen Bundesstaat New Jersey. Hier entsteht gerade das neue Mega-Headquarter von Aarons Firma. Schon beim Betreten des Geländes ist klar, ein Schwamm ist hier nicht bloß ein Schwamm. Hi, Aaron. Herzlich willkommen bei Scrub Daddy. Nach ein paar Sekunden spürt man, Smiling und sehr gute Laune gehören hier zum Erfolgsrezept. Wir werden das Google der Schwämme genannt. Bereit für das amerikanische Lächeln? Yeah. Aarons Schwamm-Imperium wächst und wächst. Inzwischen hat er mehr als 125 Millionen Stück des Grinsegesichts verkauft und beschäftigt mittlerweile 110 Angestellte. Das Verkaufsargument, ein fester Schrubber, der aber nichts zerkratzt und der noch eine Besonderheit hat. Beim Wechsel der Wassertemperatur verändert der Schwamm die Konsistenz von weich bis hart. Hier erwecke ich meine verrückten Ideen zum Leben. Alle meine Träume werden hier Realität. In seinem Entwicklungslabor will Aaron uns die von ihm entwickelte Superkraft des Schwamms demonstrieren. Das, was ihn angeblich von allen Normaloschrubbern unterscheidet. Es ist normalerweise ein sehr harter Schwamm. Im Wärmeschrank könnt ihr sehen, wie er funktioniert. Denn jetzt ist es ein super weicher, formbarer Schwamm. Die Struktur des Schwamms sieht unter einem Mikroskop in etwa so aus, solange er kalt ist. Aber bei Wärme verändert das sogenannte Polymer seine Eigenschaft. Von hart und starr zu weich und elastisch. Das funktioniert bei jedem Temperaturwechsel. Wie der Erfinder diese millionenschwere Eigenschaft des Materials das erste Mal entdeckte, erfahren wir gleich. Vorher prüft er mit uns noch die Qualität der gerade neu gelieferten Schwämme. Der 53-Jährige tüftelt nebenher auch an neuen Erfindungen. Hier optimiert Aaron die Grillbürste seines Sortiments. Dabei hätte er solchen Kleinkram nicht mehr nötig. Der Multimillionär hat längst ausgesorgt. Keine Stunde von der neuen Zentrale entfernt haben Aaron und seine Frau Stephanie ein Wochenendhaus gekauft. Beste Lage, nur 5 Minuten vom Strand. Vor seinem Mega-Erfolg mit dem Smiley-Schwamm konnte er von so etwas nur träumen. Wir hatten Geldprobleme und konnten uns hier nur ein Haus mieten. Kein Haus, ein sehr kleines Apartment. Das war hinter diesem blauen Haus. Das stand damals noch nicht und wir konnten rüber auf die Baustelle schauen. Jeden Tag nahm unser heutiges Haus mehr und mehr Gestalt an. Für mich sah das hier wie ein richtiges Schloss aus. Und ich sagte zu ihr, das werde ich dir eines Tages kaufen. Darüber haben wir sehr gelacht. Der Traum ist heute Realität. Und Tellerwaschen für Millionär Aaron immer noch Ehrensache. Davon träumt wohl jeder. Mit einer simplen Idee, ganz schnell viel Geld zu verdienen. Jeder, der denkt, mein Erfolg kam über Nacht, ahnt nicht, dass ich 30 Jahre auf dem Boden geschlafen habe. Und dass Kakerlaken über mich krabbelten und ich Felgen mit Zahnbürsten putze. Stephanie war schon damals an seiner Seite. Er hatte wirklich kein Geld. Aber er war meine große Liebe. Tatsächlich lebten wir über 10 Jahre von meinem Gehalt. Ich gründete einen Autowaschservice. Meine Eltern, beide mit Doktortitel, waren entsetzt. Meine Mutter weinte sogar.
Doch Aaron ist überzeugt von seiner Idee. Das Geschäft läuft damals sogar ganz okay. Bis zu dem Tag, an dem er einen teuren Mercedes demoliert. Ich knallte gegen den Spiegel und es machte ein furchtbares Geräusch. Ich hatte den Autospiegel abgebrochen. Es kostete $800, das zu reparieren. Alles, was wir in der Woche eingenommen hatten. Der Unfall ändert alles. Schuld in Aarons Augen ist das schlechte Arbeitsgerät. Also baut und entwickelt er ein eigenes, optimiertes Polierpad mit Erfolg. Ich verkaufte mein Autowaschgeschäft und fing an, Polierpads herzustellen. Die waren unter anderem aus dem Typ Material, aus dem heute der Scrub Daddy Schwamm ist. Aber wie ist nun aus dem Polierpad ein Küchenschwamm geworden? Durch einen Zufall. Denn Aaron hat damals ständig ölverschmierte Finger. Also schnitzt er sich aus dem Material einen Spezialschwamm, rund, damit er ihn besser greifen kann. Fest genug, um das hartnäckige Öl loszuwerden. Und mit zwei Löchern, quasi als Griff. Aaron findet seine Erfindung genial. Doch sonst interessiert sich niemand für einen Schwamm mit zwei Fingerlöchern. Es war schwer. Er war nie zu Hause, arbeitete 24 Stunden am Tag. Auch als ich mit unseren Zwillingen schwanger war. Und der Schwamm landet im Keller. Erst 5 Jahre später, als die Reinigung der Gartenmöbel ansteht, soll sich alles ändern. Ich war froh, dass er zu Hause war. Es war Samstag und ich sagte, ich habe einen Job für dich. Da erinnerte ich mich, da war doch diese Kiste mit Schwämmen, die ich vor Jahren für meine Ölfinger benutzte. Aaron kramt seine alte Schwammerfindung aus und beginnt mit der nervigen Hausarbeit. Und bemerkt jetzt eine Eigenschaft, die ihm vorher gar nicht aufgefallen war. Im warmen Wasser ist der Schwamm weich. Doch nach kurzer Zeit, bei 10 Grad Außentemperatur, wird er fest und funktioniert wie ein Schrubber. Bedeutet, er hat Schrubber und Schwamm in einem. Begeistert nimmt er den Schwamm mit in die Küche und entdeckt seine Erfindung nochmal in einem ganz neuen Licht. In der Küche sah ich mich um. Schalen, Gläser, Kaffeebecher, alles rund. Warum kam noch nie jemand auf die simple Idee, dicke, runde Schwämme zu produzieren? Aaron hat noch einen genialen Einfall. Mit Hilfe eines zusätzlichen Schnittes kann er Löffel und Gabel mit einer einzigen Bewegung reinigen. Das ist der Moment. Erfinder sagen, es ist der Aha-Moment. Du hörst die Engel. Ich dachte, deine Erfindung ist nichts, um dreckige Finger zu schrubben. Es ist etwas, um deinen Abwasch zu machen. Für Aaron ist klar, das ist die Küchenrevolution. Und seine Chance. Diesmal will er Käufer für seinen Schwamm finden. Also meldet er sich für Amerikas Gründer-TV-Show Shark Tank an, um im Fernsehen Investoren und Aufmerksamkeit für seine Geschäftsidee zu finden. Angebrannter Käse, Tomatensauce oder Senf? Er überzeugt. Aaron bekommt $200.000 für seine Firma. Ich hatte die Gelegenheit, vor 7 Millionen Menschen zu stehen und meine Idee im bestmöglichen Licht zu präsentieren. Nicht nur den Juroren, sondern dem ganzen Land. Eigentlich der ganzen Welt. Der TV-Auftritt pusht Aarons Unternehmen. Seine Firma wird von Aufträgen überschwemmt. Die grinsenden, umgerechnet 4 Euro teuren Schwämme sind plötzlich Verkaufsschlager. Während Aaron sich inzwischen auch mal eine Auszeit gönnt, haben seine Grinseschwämme neben Deutschlands Regalen auch die von 20 weiteren Ländern erreicht. Doch wie kommt es zu diesem Kult? Aaron lebt seine Erfindung, läuft in quietschbunten Merchandise-Klamotten zum Strand und feiert seinen Schwamm auf allen Kanälen. Fans am Strand. Ich schrubb mich damit. Vollgas geben ist eben sein Ding. Im neuen Headquarter hat er sich sogar ein eigenes Küchen-TV-Studio eingerichtet. Unübersehbar, Aaron liebt es, vor der Kamera zu stehen.
Tatsächlich wird er nicht müde, seine Erfindung in Aktion vorzustellen. Durch den Verkauf bei internationalen Teleshopping-Sendern konnte er besonders während der Pandemie Millionen Schwämme verkaufen. Doch für seinen Erfolg schrubbt er nicht nur täglich angebrannte Herdplatten, sondern lässt auch mal die finnische Putzinfluencerin Auri Kananen einfliegen. Das ist Entertainment, Spaß rund ums Putzen. Was eigentlich keiner leiden kann, bekommt hier den Fun-Faktor. Aaron setzt auf Social Media. Der TikTok-Account des gelben Grinseschubbers genießt inzwischen Kultstatus. Mit seinem Team macht er viele verrückte Online-Trends mit. Auch wenn der Schwamm dafür mal etwas leidet und der Millionär sich eins überbraten lässt. Das Ergebnis zählt. Aaron demonstriert, wie wichtig für seine Firma neben der Kreativität auch der Erfolgsfaktor Spaß ist. Und so machen wir TikToks. Tatsächlich knackt das Video innerhalb kurzer Zeit 2,7 Millionen Views. Die nächste Idee. Wir machen gerade alles für die Shop-Eröffnung fertig. Über 80 hauseigene Produkte soll es in dem neuen Shop zukünftig zu kaufen geben. Grund genug, ein paar Freunde einzuladen, denn der Schwamm kann auch glamourös. Die Eröffnung des ersten eigenen Ladens ist eine große Sache. Unglaublich, dass dies alles möglich ist, nur mit einer guten Idee aus einem Stück Schaumstoff. Für alle Zukunftsmillionäre hat Aaron noch eine Kurzanleitung. Du musst dich auf drei Punkte fokussieren. Erstens, sei nicht wie jeder andere und entwickle ein individuelles Produkt. Zweitens, sichere deine Idee mit Patenten. Drittens, vergiss niemals deine Familie, deine Kinder. Denn mit wem sonst lässt sich der Erfolg besser genießen? Vom Autowäscher zum Tellerwäscher-Millionär. Das ist Aarons ganz persönliche Variante des amerikanischen Traums.